Herr Libbersmann, herzlichen Glückwunsch. Sie haben das stärkste Ergebnis des Abends eingefahren und haben sogar das Ergebnis der vergangenen Landratswahl getoppt. Woran lag es? Ich glaube, dass wir inhaltlich ausgesprochen gute Politik gemacht haben in den vergangenen knapp 8 Jahren. Wir haben eine sehr gute Wirtschaftspolitik gemacht, über 27.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Das ist ein Spitzenplatz. Wir haben Unternehmen zusätzlich ansiedeln können, beziehungsweise in der Region halten können. Wenn ich an Hacker denke, wenn ich an die Erweiterung von Amazone denke, wenn ich an Hohmann denke, die wir in der Region haben halten können, das hatte keiner mehr erwartet. Frau Kepschul, Sie haben die Stichwahl erreicht. Hätten Sie das erwartet? Ich habe es sehr gehofft, ja. Ich habe es sehr gehofft, aber dass ich so eindeutig gewinne, nein, das habe ich nicht erwartet, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich danke allen Wählern und Wählerinnen für dieses Vertrauen und wir werden jetzt mit aller Kraft in die Stichwahl gehen und hoffen, dass wir das noch für uns gewinnen können. Ich habe es geschafft, deutlich zu machen, dass ich aus einer ganz inneren Überzeugung in diesen Wahlkampf gestartet bin, dass ich wirklich was verändern möchte. Ich habe unglaublich viel Energie und ich schätze, dass die Menschen das gespürt haben. Ich möchte auf jeden Fall mit der Politik, die wir gemacht haben, überzeugen und werde in den nächsten Wochen daran arbeiten, dass die Wählerinnen und Wähler diese Position nochmal von mir deutlich gemacht bekommt. Die großen Themen, die uns bewegen, die haben wir aufgegriffen, haben wir in Angriff genommen. Der Nahverkehr ist auch ein Thema, das die Menschen bewegt. Die Pflege beim Nahverkehr haben wir, wie Sie wissen, auch mit Roadshows bzw. Expertengespräche bereits viele Dinge in Angriff genommen. Und nicht zuletzt haben wir eine gute Umweltpolitik gemacht. Wir haben in der Energieerzeugung ein deutlich besseres Ergebnis als der Bundestrend erreicht. Und wir sind immerhin mit unserer Klimaschutzpolitik in Brüssel mit dem Europapreis ausgezeichnet worden. Mit Herrn Bayer und den Unterstützern von Herrn Bayer war ich schon im guten Gespräch. Ich habe auch im Wahlkampf den Eindruck gehabt, dass da die Tendenz eher zu mir geht. Aber das muss man jetzt besprechen. Aber im Endeffekt werden das nicht irgendwelche Unterstützer oder irgendwelche Kandidaten oder ehemaligen Kandidaten entscheiden, sondern die Wähler. Und da geht es einfach darum, weiterhin einen guten Wahlkampf zu machen, weiterhin ehrlich und aufrichtig zu sein, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben und wirklich deutlich zu machen, wir brauchen einen Prioritätenwechsel im Landkreis Osnabrück. Wir brauchen hier mehr Artenschutz, mehr Klimaschutz, wir brauchen ein anderes Miteinander, wir brauchen starke Schulen, wir müssen uns gut aufstellen für die Zukunft und natürlich auch mein großes Thema, andere Mobilität für uns im Landkreis Osnabrück.